Jazz in einer Werkstatt live erleben. Das geht in Pfaffenhofen. Matthias Stadler ist schon als Jugendlicher mit seinen Freunden jedes Wochenende auf die Konzerte gegangen. Heute ist er nicht nur bei den Konzerten dabei, sondern er organisiert sie auch. Und das ehrenamtlich. Auf dem Land muss man sich seinen Abendspaß oftmals selber machen und sowas ist die Künstlerwerkstatt. Und wenn der Abendspaß, den es sonst so gibt, der einem eher langweilt, dann sucht man sich halt oder baut man sich das auf, was man selber gern machen würde. Von außen lässt sich nicht erahnen, welche Jazzlegenden schon in diesem alten Bauernhaus gespielt haben. Unscheinbar steht die Künstlerwerkstatt mitten im Pfaffenhofener Industriegebiet. Was sich abends in einen Konzertsaal verwandelt, ist am Tag eine ganz normale Schreinerwerkstatt. Statt Bass und Piano kreischt hier tagsüber nur die Säge. Durch den Holzboden und das alte Gebälk entsteht in der Werkstatt eine unverwechselbare Akustik. Was die Künstlerwerkstatt ausmacht? Ein Kumpel von mir hat mal ein Physikbuch im Regal gehabt. Das hat geheißen Optik, Mechanik, Wärme. Und das finde ich eigentlich ganz treffend. Dass es die Künstlerwerkstatt überhaupt gibt, ist Bernhard Singer, genannt Wacki, zu verdanken. Seit 18 Jahren stellt der Schreinermeister Jazzkünstlern seine Werkstatt zur Verfügung. Zweimal im Monat bedeutet das für ihn, früh mit der Arbeit aufhören, damit sich die Schreinerwerkstatt in eine Künstlerwerkstatt verwandeln kann. 5 Stunden und die Arbeit von 6 Helfern braucht es, damit bei Einbruch der Dunkelheit ein fertiger Konzertraum auf die Besucher wartet. Der Organisator Matthias Stadler kümmert sich hauptberuflich um die Pfaffenhofener Jugend. Er ist Sozialarbeiter. Für die Arbeit in der Künstlerwerkstatt bekommt er kein Geld. Aber mir geht es ehrlich gesagt nicht so, dass ich mir denke, okay, ich brauche jetzt unbedingt eine Aufwandsentschädigung dafür. Weil eigentlich der Spaß dann bei den Konzertenabend und das Erlebnis genug entschädigt für das, was man tut. Bei Jazzkünstlern ist die Künstlerwerkstatt mittlerweile heiß begehrt. Matthias Stadler wählt jeden Monat aus Hunderten von Anfragen 2 Bands aus. Heute Abend spielt das Maria Kim Quartett. Die Wahl kommt an. Der Zuschauerraum ist mit 100 Leuten voll. Ja, das Publikum ist natürlich nicht immer begeistert. Aber wenn es passiert, und es passiert Gott sei Dank häufig, dann kann man da drüben in dem Konzertraum auch alle zusammen zum Fliegen anfangen. Weil der Eintritt frei ist, kommen auch viele junge Leute. Jeder Zuschauer spendet das, was er möchte. Nach dem Konzert zählt Matthias das Geld. Wenn es nicht reicht, muss er den Rest aus der Vereinskasse beisteuern. Aber das passiert mittlerweile nur noch selten. Das hat früher oft in der Zeitung geheißen, die Künstlerwerkstatt hat sich in New York schon rumgesprochen, aber in Pfaffenhofen noch nicht. Pfaffenhofen wirbt mittlerweile mit der Künstlerwerkstatt. Das ist, glaube ich, schon ein kultureller, was soll man sagen, Meilenstein. Hört sich übertrieben an, aber ich glaube, das ist so für Pfaffenhofen.